Megane ist immer. Oma? Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich dein Sohn / Schwiegersohn? Ich habe keine Ahnung, wie in welcher Verbindung ihr steht. Ist mir ehrlich gesagt auch absolut scheißegal. Yeah, I don't fucking care anymore. Okay, Schießpulver brauchen wir aktuell noch nicht. Den packe ich mal beiseite. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Zwar wieder nur ein Schuss und, ne. Aber ich muss gestehen, das war schon mit das Zweitgeilste, was ich diese Woche gemacht habe. Also, danke für die Notiz, Oma, aber... warum musste ich das auch nochmal anfassen? Warte mal, du warst... Achso, einfach nur dafür, genau. Und schwupp. Freiheit! Draußen ist Freiheit! Auf jeden Fall ist die Musik dementsprechend dramatisch. Du kommst hier nicht raus. Das haben sie auch damals gesagt. Das haben sie auch damals gesagt, als ich im Knall. Ich meine, ne? So, erstmal umgucken, vernünftig. Noch mehr Münzen. In dem schönen Gebüsch. Ich meine, wir sind draußen. Wir sind frei. Das ist ein schöner Wohnwagen. Aber ein schönes Gebüsch. Ja, ich glaube... Ich meine, an sich wäre das Ganze hier ein echt schönes Haus. Für Hillbillies. Ein bisschen groß und ein bisschen protzig, don't you think? Aber... Ach, schade. Geht nicht kaputt. Geht nicht gar kaputt. Ich meine, die Atmosphäre ist auch nice. Ich meine, das ist so eine Sache, die Atmosphäre in dem Spiel ist ja schon irgendwo witzig, ne? Ich will jetzt die Atmosphäre nicht runterreden, weil sie ist das, was sie sein soll. Sie ist ein bisschen spoopy. Aber auch Müll wird irgendwann langweilig. Und ich meine, woraus bestand jetzt so der überwiegendste Horror? Ich meine, leider aus Müll. Dafür, dass alles aussah, als würden hier Messis wohnen. Guck mal. Hier bleibe ich jetzt. Hier wohne ich jetzt. Eine defekte Pistole. Was ist mit einer defekten Pistole? Pack mal erstmal weg. Genau wie die 7 Münzen. Eine Cheesepulver. Ich habe auch nur ein Ärzte-Hilfe-Ding. Also von daher... Ich brauche langsam Munition. Mir gehen die Optionen aus. Nee, nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Gleich. Hä? Steroid. Ernsthaft Steroide? Erhöht Dauer auf maximale Gesundheit. Ist das die Ausrede für einen Shop? Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Ich könnte mir fast beides leisten. Ja gut, da müsste man hier einmal mit einem Lappen durch, aber... Ich habe mal schlimmere Kühlschränke gesehen. Mein Körper fühlt sich seltsam an. Ich werde bald wie Mom und Dad sein. Das ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, wenn sie... Warte mal, was? Was hier gekommen ist, mir weiß etwas. Also offenbar... Guck mal, dasselbe Foto, wie wir aus dem Dings gesehen haben. Es ist zu spät. It's too late. Es kostet 9, was bringt das? Warte mal, was? Viel Rückstau, hohe Mannstoffwirkung. Ist das eine fucking Magnum? Nee, was ist das? Brauche ich 9 für... Ach, guck mal. Eine gibt's gratis dazu. Guck mal, wie viel habe ich denn? Wie viele Münzen haben wir denn? Wir haben 8. Also wenn ich jetzt alles ausgeben würde, könnte ich mir maximale Gesundheit und geileres Nachladen für dauerhaft holen. Ich meine, das andere ist eine Waffe, für die ich wahrscheinlich so gut wie keine Munition finden werde. Das andere hält mich am Leben. Also ich hole mir auf jeden Fall einmal die mehr, die Dings. Die mehr Energie.
Das hole ich mir auf jeden Fall. Wow, wirklich. Zu viel verlangt, alles auf einmal zu nehmen. Steroide. Sorry, Ethan, dein Penis wird gleich noch kleiner. Tut mir ja echt leid. Also Haschisch in der Tasche, hast du immer was zu naschen. Jetzt ist mein Penis noch kleiner. Oh, scheiße. Ich bin Ethan. Ja gut, aber das lassen wir erstmal sein. Nachladegeschwindigkeit sehe ich jetzt nicht und das Ding kann ich mir sowieso nicht leisten. Kannst du mal immer aufhören, immer dann anzurufen, wenn ich gerade das Haus verlasse? Meine Güte, ich habe zu tun. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Oh nein. Es rausbekommen. Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen... Ihr seid also Hillbillies, wo sogar zwei Häuser haben. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ich war noch nie beliebt bei Schwiegermüttern. Irgendwie jedes Mal. Die Mutter hat mich immer gehasst. Außer Vivis Mutter, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Okay. Cool. Also haben wir wieder mehr Zeug zu tun. Beziehungsweise, das sind offenbar Hillbillies mit einer Mansion. Mit einem Fuck. Vor allem die suchen nach mir. Nee, wirklich. Well, das kann ich mir in die Haare schmieren. Pillen! Pills! Nahrungsergänzungspillen im Nervensystem müssen Verwendung von Arznei verwendet. Ah. Ach komm, einmal kann man das ja machen. Vielleicht findet man hier draußen ja noch was Schnuckliges, was ich sonst nicht sehen würde. Da zum Beispiel. Oh. Die sind aber auch. Oh, guck mal. Hat sich doch schon wieder fast rentiert. Aber sonst ist hier ein... Ach doch, hier ist noch was. Noch mehr Schießpulver. Ich meine, wirklich, es sind Hillbillies, ne? Also, wir können das auf einen Nenner bringen, oder? Dass das wirklich nicht unbedingt... Wahrscheinlich nicht die reichsten Leute sind. Von der anderen Seite verschlossen. Das will ich andauern. Das ist, als würde ich Bloodborne spielen. Irgendwo schon Faszinierung. Aber gut, immerhin halten wir jetzt mehr aus. Mal gucken, ob sich das auch tatsächlich auswirkt. Also ob man das tatsächlich merkt oder... Ob das Spiel denn eher so fährt, nach dem Motto, ja, du hältst aus, aber die Gegner machen jetzt auch mehr Schaden. Hahaha. By the way. Was sind das für hässliche Puppen, die ihr habt? Ist das die neue Baby-Born-Reihe oder was ist das? Oh mein Gott. Oh, was zum Sch... Ih, Kakerlaken. Hm. Nein, bitte nicht noch mehr Ekel. Ich ekel mich doch so sehr und dann habe ich meistens Angst. Okay, das wiederum ist... Das ist wiederum... Okay, da hört der Spaß auf. I draw the line somewhere. Ein Flammenwerfer. Du hast meine Neugier geweckt. What the fuck? Brennstoff.
Wieso habe ich das Gefühl, dass das nicht... Ja, ich hab's begriffen. Ist okay. Bin ich erwünscht. Ja, Mensch. Riesenhornissen. Bienen. Was? Achso. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Gut. Okay. Ich will say so. Au! Au! Why? Au! Alter, was würde ich jetzt für eine Fliegenklatsche geben? Ja, hier runter? Nö. Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Boss the move! Okay. Patrouillieren die Dinger oder... Ich lasse das mal erstmal so stehen. Ja, wir bräuchten jetzt gerade echt so eine elektrische Fliegenklatsche. Das wäre super praktisch. Was kriege ich jetzt die ganze Zeit? Pestbrennstoff. Brennt, wenn er entzündet. Cool. Ah, ich kann mir Feu herstellen. Das ist egal, mal schlecht. Oh nein, Ethan. Och, wie... Och, Mensch. Wie fies. Natürlich nicht. Alter, die Dinger sind so ekelhaft. Gigahornissen, ey. Hornissen sind generell schon... Ugh. Der krumme Dietrich. Den hätte ich sogar gerne. Ich hätte gerade eine Menge Zeug gerne. Ich habe nur... Ja, lieber Heilung... Ich kann mich eher heilen, als dass ich ne... So, pass auf, jetzt nehmen wir uns den Dietrich. Geh nochmal kurz zurück. Dietrichen hier ein bisschen. Hoffen, dass da was Gutes drin ist. Nehme ich hin. Nehme ich echt hin. Das nehmen wir mit. Nimm das auch direkt. Damit wir wissen, wo jetzt noch Zeug ist. Da kann ich nicht hin. Gehen wir erstmal hier hin. Ja, diese Gigahornissen, ey, Alter. Nein, gut, es sind nicht mal Hornissen, ne? Es sind einfach nur große Fliegen, Bienen. Brenndüse. Okay. Okay, cool. Jetzt so eine Brenndüse. Anscheinend kann aber was anderes kombiniert werden. Aha. Was wird denn jetzt hier? DIY-Flammenwerfer? Ich bin der Erste, der dazu ja geil sagt, aber... Ne? Warte mal, Mia hat uns doch in ihrem VHS-Video, in ihrem How to run away from your family gezeigt. Jetzt basht ihr schon die Scheiben ein. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Des alten Hauses. Ja, Mensch. Geil. 100 Brennstoff. Mensch. Der Stoff brennt bestimmt. Also wenn der Stoff nicht brennt, dann weiß ich auch nicht. Ah, hier sind wir wieder. Na, guck mal. Brennergriff. Ach, guck mal. Wir haben aber nicht genügend Platz. Pistolenmunition.
Die Chemikalie X. Satz mit Chemikalie X war wohl nix. Was machen wir denn da jetzt? Kann man Sachen einfach nur ablegen? Nee, ne? Das ist ein Shotgun-Schuss, aber eine Shotgun ist auch, ne? Geh mal kurz noch ein bisschen weiter. Vielleicht habe ich ja Glück. Hier ist ein Rucksack. Und ein Checkpoint. Oh mein Gott, fick die Wand an. Das ist doch mal... Halleluja, halleluja. Bevor ich hier irgendwann verkacke, das ist ja schön. Hm, Brennergriff. Ich habe schon mal bessere Zeiten gesehen, aber... So ein DIY-Flammenwerfer, ne? Oh, meine Freunde, heute zeige ich euch, wie man Flammenwerfer selber bastelt. Nimmt ihr am besten Haarspray und ein Feuerzeug. So, was lest ihr denn so? Water... Teile kombinieren? Oh. Oh, jetzt reden wir doch mal eine Sprache. Ja, doch, das sollte definitiv gut tun. So, Heilung haben wir gerade. Mehr Brennstoff. Please. Und es ist sogar hier eine Kiste, Alter. Ein Zeichen der Götter, dass Mutti mich nicht mag. Genau. Do it. Just do it. Ich wär... Do I get banned? Jesu macht mir Andeutungen von wegen... Von bösen Sachen. Werde ich hier gebannt? Twitch, please. Ich hab keine Ahnung, was mich erwartet, aber werde ich für so einen Scheiß gebannt? Was kommt? Ablegen also im Safe... Das ist ein Safe-Raum hier. Sagen wir jetzt... Sieht mir mehr aus wie ein Safe... Abstellkammer. Oh, guck mal. Immer noch keine Ahnung, was die Dinger bringen. Warum soll ich so geballt? Ich habe keine Ahnung. Kesu macht so komische Andeutungen. Kesu macht Vagina-Bewegung. So, warte mal. Das heißt, wir haben hier. DIY-Flammenwerfer. Oh, das wird jetzt witzig. Oh, Kinder, das wird jetzt ein Spaß. Jetzt haben wir Spaß. If you're all gemein, das sei nett. Oh, schön. Ja, von mir aus. Ich meine, who the fuck cares? Ich meine, wir bräuchten das Teil dafür sowieso wieder. Und das haben wir ja noch nicht. Hat mir ein Kammerjäger bestellt. Madame. So, jetzt habe ich sowieso von nichts mehr Angst. Ich meine, was will Jack tun? Mich mit seinem fucking Paintroller wieder nerven? Get fucked. Was mit euch? Get fucked. Oh, Bitchin. Oh. Oh, das ist schön. Erstmal eine neue neues Deo-Spray einfügen. Ah. You want some more? Der Scheiß funktioniert sogar tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Ja gut, das funktioniert jetzt nur weniger. Gut, ne? Hat wer einen Insektenvernichter bestellt? Hat wer irgendwer Insektenprobleme? Alter! Sneaky Attack! Get fucked. Oh, wir werden Spaß mit diesem Gerät haben. I can tell you that. Bist du Freund oder... War eine böse Idee, ich verstehe schon. Aber... War offenbar doch nicht so doof. Ist ein bisschen ruhiger hier nun. Man hat hier mal ein bisschen Luft. Ne, man kann hier auch mal ein bisschen laufen. Flüssige Chemikalie. Haben die hier ja einfach mal alles so liegen. Als wäre es das Normalste von der Welt. Als wäre es einfach mal so das Abnormalste der Welt. Leute, auf einer Skala von 1 bis 10, wie overpowered ist der Flammenwerfer?
Höchstwahrscheinlich gar nicht, weil ich ihn mag. Pass auf. Ach, guck mal. So, habt ihr es nu? Seid ihr toast? Ey, ihr seid immer noch nicht toast. Ihr brennt einfach nur schön. Ach so. Okay. Es hört einfach auf zu brennen. Sofern du... Ne. Oh ja. Oh, die sind bestimmt noch gut. Even, die Kräuter sind bestimmt noch gut. Eine 8,5? Eine 8,5 kann man kein Leben. Ne, ihr seid es nicht wert. Euch One-Knife, ihr Bitches. So, und jetzt sind wir wieder... Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Achso, ja, warte mal. Die Galerie haben wir ja gar nicht. Gut, dann brauchen wir da ja gar nicht langlaufen gerade. Weil wir haben einen fucking Flammenwerfer. Was will Mutti mir entgegenschmeißen, ne? Was will Mutti mir entgegenschmeißen? Geh nicht hoch. Oh, ich sag dir, wenn Mutti sagt, ne? Dann ist hier Feierabend. Hier ist nun Schluss. This is where I draw the line. Wie war das nochmal mit von wegen Geheimlabor? Sieht hier schon sehr Umbrella-mäßig aus. Ach nee, das würde ja beinhalten, dass es hier ein Resident Evil-Spiel ist. I make jokes sometimes. Ach, guck mal. Ethan? Du! Ich stech dich ab! Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Ethan, Hilfe! Seh ich aus wie dein fucking... Seh ich aus wie dein Robin oder was? Ach, guck mal. Tu irgendwas. Du kannst sie haben. Die durchgeknallt hat mit einer Kettensäge den Arm abgesehen und mit Tackernadeln wieder befestigt. Du kannst sie haben. Don't want it. Wir haben Schluss gemacht, hab ich gehört. Also in der Regel date ich niemanden, der mir mal mit einer Kettensäge den Arm abgesäbelt hat. Das ist so eine Regel, die ich hab. Das ist so eine Regel, die ich habe. Wenn sie dir einmal mit einer Kettensäge den Arm absägt, dann ist Schluss. Also ich kann eine Menge... Ich vertrage eine Menge zu... Verdammt! Du nimmst mir sonst... Ja, ho, du hast ja... Du hast mir irgendwie schon gesagt, von wegen, das hat was mit dem Ending zu tun und... Da kommt irgendwann eine Entscheidung und hast du nicht gesehen. Mutti! I'm really sick of your bullshit. Um genau zu sein, ich habe die Schnauze voll von all eurem Bullshit. Nur mal so nebenbei. Ihr habt mir einen Flammenwerfer gegeben und damit ist quasi Game over. Alter Weg. Okay. Dasselbe Rätsel nochmal. Ich sag ja, irgendwer bei Capcom war da ganz stolz drauf. Auf diese Idee. Auf irgend so einen Lichtsensoren-Bullshit. Irgendwer bei Capcom war da super stolz drauf. Und ich kann mir nicht so ganz denken, warum. Aha, verdammt, genau. Ich habe einen Job zu tun. Meine Ische retten, die, ne, versucht hat, mich umzubringen. Ich weiß, da hängt was hinter und ne, das ist nicht sie wirklich und hast du nicht gesehen. Und oh, Mist, spooky. Mist. Ja, scheiße. Oh, er hat das böse Wort gesagt. Die Tausendfüßler. Stell dir jetzt vor, das wäre an deinem Kopf, weil das fucking VR ist. Ich kann das nicht mehr sehen, ey, dieses ganze... Stellt euch vor, es wäre VR-Gesoße. Ach, damn it. I cannot crank this enough, aber gut, dass
das Mia VHS Trainingsvideo mir beigebracht hat, wie ich in so einer Situation zu agieren habe. Komm mal nach guck. Also in dem Zeug sehe ich wirklich nur den Sinn, dass das wirklich so direkt benutzt, wenn du keine Ahnung hast, dass du hier schon mal noch nie warst. So, hier ist nix. Oh, eine Kurbel. Ich frag mich ja, wofür ich die brauche. Wird das denn eine Shortcut quasi? Ah ja, guck mal, eine Brücke. Ich bin der grummelige Troll. Lol. Nee, verdammt. Oh, Ethan. Ey, man kann dich echt mit keiner Aufgabe betreuen. So. Krähenschlüssel. Na, guck mal einer. Brennstoff. Eine antike Münze, die wir sogar mitnehmen. Oh, Alter. Komm doch mal. Ihr Nervensägen, ey. Alter. Wirklich. Meine Fresse. So, jetzt haben wir den Krähenschlüssel. Schon mal etwas. Vielleicht gerade, wenn wir schon mal da sind, wenn wir das schon so haben. Alter. Ethan. Dankeschön. So siehst du. Was hat die gerade zu mir gesagt? Alter. Kann die doch so nicht sagen. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein. Wie? Just how? Wie? Die war eben noch. Ah! Hi. Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Wanna die? Feuer, Feuer, Feuer. Okay. Du wirst in diesem Loch sterben. Bin anderer Meinung. Kann ich hier irgendwie weg? Nee, kann ich nicht. Ja, ich auch langsam von dir, Oma. Sick of your bullshit. Gott allein weiß, was du und Zoe getrieben hast. Verpiss dich. Hau ab. Lass mir in Ruhe mit deiner Insektenscheiße. Zieh ab. Eine Lampe. Guppi. Klatsch die Alte. Ja. Mensch, das war ja mal. Das war something. Wie ist sie hier? Never mind. Never fucking mind. Ah, shit. Wie ist sie hierher gekommen? Zoe, du hast schon immer versucht, den ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, du wirst nicht merken? Selbst nachdem irgendwie Evelyn passiert ist. Aber wenn du selbst mit Medizin zu sprechen, um einen Plan zum Altar anzustellen, lässt du besser einen dreckigen Finger von. Nehmen wir einen heiligen Altar. Geil! Vergöttern tun Sauna irgendwas. Denkst du einfach, ey, Dummköpfe, hab ich nicht schnell? Ich wünsche, hab ich nie geboren, Alter. Urschnell! Armschnelle! Aber Rissknopf! Und Orschen! Versuch uns zu Hause zu verlassen! Na, aber wir haben dir getroffen! Also Schnäppchen, Armschnelle, Armschnelle! Ist nur ein verschneue Brust, aber. Jackpot! Okay, der letzte Satz ist hart disgusting. Mario 1826, danke dir fürs Followen. Alter, der letzte Satz ist hart disgusting. Ich meine, Brust ist gut, aber so nur auch wieder nicht. Hier was. Ah, cool, mein NetNavi klingelt.
Nimm mit, lass sein, ist mir egal. Wir treffen das Seerseum. Sofort im Lager Seerum sind wir sehr der einzige Gehirnnerv. Ich glaube, das ist es. Dann nimm mit. Du bist den Baseballschläger auch noch besser sein. Du schon wieder. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Ethan klingt wie so ein richtiger Loser. Ich hab's gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf. Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Aha. Okay, cool. Mag das Baby da vor allem. Das da. Es lungert einfach wie so ein Spider-Man-Villain. Ey, ich liebe das. Ach komm, wir haben gerade so viel Schuss dafür. Sollte uns also irgendwas entgegenkommen. Okay, eine Strohpuppe. Oh je, im ganzen Haus kann ich nicht mehr schlafen. Das Kind aufgetaucht ist, so wie ich schon mal erreicht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit einer Frau, die es mitgebracht hat. Den höheren Dinge möchte ich nicht schlecht beim Masen gehen, gedröhnt, was passiert. Ich meine, das ist ja noch interessant, dass man jetzt hier mal tatsächlich Nachrichten kriegt, wo sie noch offenbar menschlich waren. Also, sie haben mir ein Geschenk gegeben. Ich habe das Geschenk im Geheimraum hinter dem ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. In der Arm, das Zeichen des Kindes Vertrauen. In der Arm ist ein Glücksicht. Ja. Nee, sind gesehen oder gehen wir weiter. Okay, cool. Okay, das ist offenbar so der Moment, wo sie so leicht. Ich wollte gerade sagen, die hatten Käse auf die Statue gelegt, aber, ne? Yes. Ich find's vor allem geil. Ist euch mal aufgefallen, wie viele von diesen Statuen sie hier. Wie viel diese Familie davon besitzt? Worte finden. Schwierig. Ihre Laterne. Ich sehe instant. Brauche ihre Laterne. Super. Das heißt, wir dürfen jetzt zurück. Ui. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und um was wetten wir, dass sie das überlebt hat? Weil das war weniger Schaden, als ich Jack, Jake, Jonk, Schlonk, Donk gemacht habe. Also, called it. Ist called it. Das war mir so klar. Mann, was ist das für Cartoon-Goop-Juice an der Leiter? Was zum Teufel? Das ist neu. Das ist neu. Jack, Jake, Jonkelonk hat sich vorhin vor deinen Augen in Popcorn verwandelt. Und das ist neu? Ethan, du bist dumm und unnötig. Das muss ich dir, glaube ich, nicht häufiger sagen, aber ich sag's dir trotzdem, aber nur damit du es weißt. Ja, das mit dem Arm sieht echt dumm aus. Das ist. Hä? Ein bisschen abseits. Geht's jetzt zum Wohnwagen? Oh, wie nice. Ist es Shortcut? Ist es Shortcut? Cool. Dann kann ich hier allein nochmal ins Haus gehen und da den Krähenschlüssel einmal anwenden. Ja, stimmt hier. Oder ist das was anderes? Nee, ist eine Krähe. Bingo. Wow. Wow. Baby. Granatwerfer. Und Brennstoff. Oh, baby.
Boy! Tür in alten Haus und mal ein bisschen eine Laterne nehmen. Dem aus. Ja, stimmt, das sind unsere Sachen. Well! That's game. Flammengranate. Ich will das. I want this. Scheiß auf Schießpulver. Trash that shit. Schießpulver habe ich in meiner Kiste noch mehr als genug. Wo ich jetzt auch mittlerweile mal umbenutzen müsste eigentlich. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles. Nee, oh, 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 oh. Nee, hier ist noch starke Chemikalie-X. Von oben muss ich halt mal backtracken, aber... Ich renne lieber jetzt... Ich rieche nämlich Bossfight, um ehrlich zu sein. Oder starke Chemieflüssigkeit, die hier einfach rumliegt. Das rieche ich auch. Ich rieche eine Menge Zeug, müsst ihr wissen. Ich habe einen guten Geruchssinn. Ah, unsichtbare Mauern. Wunderschön. Liebe ich ja. Schatzfoto. Eine Toilette. Wo ist das jetzt? Musst du denn immer alles mitnehmen, Ethan? Das ist ein fucking Foto. Falls zusammen und steckst dir in die Hosentasche. Meine Güte, mach's doch nicht schwerer, als es ist. Warte mal. Lass mich raten. An der anderen Seite verschlossen. Ich bin zu gut in diesem Spiel. Ich bin einfach zu gut. Ah ja, von aus dem Loch kam ich, genau. Ich wollte gerade mal ein bisschen gucken, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe, was, ne, mir einen noch krasseren Vorteil verschafft als ohnehin schon. Morgan, you get fucked. Ja, das sieht doch schon... Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber meine Instinkte... Die tanzen Fandango. Oh, this goodness. Ah! Sah aus für mich wie jede andere Tür. Wo lebt denn da noch was? Am Türrahmen, alter Ethan. Dass die Pistole genauso viel Platz verbraucht wie antiken Münzen. Wahrscheinlich bewahrt eben eine Pistole im Portemonnaie auf. Ja, es wird mich bei dem Trottel echt nicht wundern. Ohne Scheiß, bei dem Vogel wird mich das echt nicht wundern. Das wäre sogar richtig praktisch. Schmeiß das Foto weg, ey. Ich habe gesehen, dass das eine Toilette ist und ich überprüfe sowas sowieso andauernd. Ich überprüfe sowieso Toiletten. Das ist mein Job. Ja gut, jetzt habe ich halt nichts. Machen wir es halt so. Auf die altbewährte Methode. Ist natürlich ein bisschen doof, dass das, dass ich dafür jetzt Munition verbrauchen muss, weil ich mein Messer weggelegt habe, aber... Du kannst mich doch nicht so erschrecken, du zippte Klatscher! Wie wär's mit fucking fuck yourself? Du ekelhaftes Teil! Jesus! Hab dich! Hast du das? Nirgendwohin. Ja, du bist grad... Du kamst gerade aus einer Wand gemorpht! Ich hab langsam echt die Schnauze voll von eurem Jumpscare-Shit. Ist jetzt der Bossfight gegen die Alte? Wenn ja... Richtig. Geh... Hau einfach. Ja... Lad doch mal nach, das Ding hier. Ups. Oh, cool. War nicht genug Platz. Geil.
What the fuck? Alter, Ethan. Ach shit, reicht natürlich nicht. Ich muss echt mal gerade ein bisschen irgendwie ans Zeug kommen. Ich habe hier gerade... Ja, wir sind VR. Big Chili, danke für den Bett. It's a spider, Gina. Was war dieses Boing? Das war die die Notification für Bits. Das ist neu. Keine kommen, Stadtjunge. Stadtjunge? Nenn mich doch gleich hier Landrat, nee, Straßenjunge. Hi! Guten Tag! Still Spider-Gina. Hey! Komm mal runter! Got something for ya! Dreckiges Mistvieh! Was versuchst du da? Ich Idiot. I got body checked by Mutti. Diesmal entkommst du nicht. Hör doch nicht vor. Autsch. Nimm das. I'm sick of your bullshit. Okay. Flammenwerfer heben wir jetzt für nicht coole Sachen ab. Ah, hey Lauren. Es geht. Yes, Brennstoff. Jackpot. So, und ja, ich weiß ja, das ist, das hast ja gar gesagt, bis Lauren. Also vielen Dank dir auch fürs Followen. Oh, hi. Hi, Mark. Komm mal runter. Und jetzt zeig mir deine Goodies. Wollte ich zwar so nicht ausdrücken, aber ihr wisst, was ich meine. Das hat sie jetzt nicht getroffen, wirklich. Scheiße, Fuck. Das wäre gratis Damage gewesen. Nachladen. Reloaden. Jetzt ist sie komplett weg. Soll mir recht sein. Ethan, warum fällst du da jedes Mal runter? Bist mir auf Deutsch umgestiegen. Oh ja, wenn es dir lieber ist. Musst du ja wissen, wie es dir persönlich lieber ist, nicht? Shit. Boah, starke Arznei. Oh, warte, ich hab starke Arznei. Oh, you get dicked on, Mutti. Oh, hi! Der Sweep. Versuch es gar nicht erst. Alter, verpiss dich! Genieße ich Deutsch-Variante. Oh, ja, dann. Ethan! Sie hat mich durch den Boden geklopft. Okay, das ging jetzt um einiges einfacher auf einmal. Das habe ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. Bitch.
Ja. Also dein Mann hat's da irgendwie... Tot, okay? Ja, richtig. Bleib einfach... Danke, Laterne. Cool. Habt ihr es gehört? Das war voll spooky, weil da was, weil man da was gehört hat. Wie gesagt, funktioniert auch überwiegend nur in VR, weil, na, you know, Dinge. Ich meine, ich bin immer noch ein Riesenfan der Resident Evil Reihe, also das muss ich ja immer noch sagen. Aber das Game hier ist, wahrscheinlich wird es für mich eine Ausnahme sein. So, das Ding, das ist echt cool. Ah, Horrortrop Nummer 18. Blackernde Taschenlampe und Dunkelheit im Kinderzimmer. Spooky. Urängste, weil wir damals Angst im Dunkeln hatten. Und wieder, sowas funktioniert im VR verdammt gut. Sowas hier, ne? Das Game ist gut. Naja, nicht wirklich. Es passt schon wie... Man muss schon fast sagen, wie jedes andere Horrorspiel. Nur fast noch gewöhnlicher. Mensch, also man merkt schon, hier ist echt jemand ein Fan von Baby Born gewesen. Ist das eins dieser Bilder, wo du erkennen... Ist das eins, wo du beim Psychopathen immer... Psychodoktor siehst? Also ich sehe daraus einen gebrochenen Schmetterling. Was sagt das über mich aus? Winnie Pooh, da ist er wieder. Kennen wir das nicht irgendwo her? Hat der... Lol. Er blutet am Mund, der Bär. Hallo, Bär. Au. Müsste ich eigentlich erschrecken, wenn du im VR spielen würdest? Ja! Natürlich würde ich mich erschrecken, wenn es im VR ist, weil das ist ein komplett anderes Erlebnis dann. Nur ein paar Babyborns. Das sieht ja aus wie von Alone in the Dark oder Silent Hill. Es ist wirklich... Das Problem ist halt mittlerweile... Something wrong with her. Ja. Ich meine, es wurde ja immer gelobt als... Oh, Resident Evil back to his roots. Aber... Selbst in Resident Evil 1, als wir das Remaster gespielt haben, selbst da habe ich mich beklommener gefühlt. Bleib fort. Aha. Wie wär's mal mit Nein? Ja, eben erstmal, VR ist auch immer so eine Sache. Man kriegt bei sowas halt echt schnell Motion Sickness. Weil du darfst nicht vergessen, du hast so dieses Ding 2 Zentimeter vor deiner Fresse. Also, ne? Und klar ist es jetzt spooky hier. Ich will das Spiel ja auch nicht zu sehr runterreden. Wie gesagt, ich liebe an sich Resident Evil, aber... Ich verstehe nicht, wo das hier Back to the Roots sein soll. Hä? Ah. Warte mal, wenn dann das hier in der... Ah. Bäh. Young Assassin, moin moin. Oh nein, es ist Baby Jesus. Gib mir mal dein Ärmchen. Reich mir die Hand. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Ja, und sonst pokert das Spiel wirklich sehr viel auf diesem... Das wiederum ist creepy jetzt. Also das muss man ja mal lassen. Das wiederum ist jetzt creepy, dass sie da einfach... Kommt, by the way, auch nicht drauf zielen. Das hat man mir erst erlaubt, als sie weggelaufen ist. Ist auch so eine Sache. Das Spiel setzt dir sehr viele Barrieren. Munitionsmanagement? Drake, no offense, aber ich schwimme in Zeug. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes abfeuern soll.
Oh, immerhin wird die Musik jetzt mal creepy. Oh, weil hier Captain Pumplord da... Och, Mann, oh. Tür, wirklich? Musst du mich so betrügen? Weil Captain Klumpe da ist. Hätte mir einen Schuss sparen können, hätte mich die Tür nicht betrogen. Oma lebt noch. Also ich glaube, die einzigen Lebendigen sind jetzt gerade Lucas. Also der Sohn. Ja, Mutti ist jetzt auch mittlerweile dead. Guten Tag. Gute Nacht. Stehst du wieder auf, oder? Nee, das ist nur gerackt, Olle. Okay. Die Musik gerade ist jetzt echt creepy. Und wie gesagt, in VR ist es gut. Aber so als normales Spiel ist es wie jedes andere Horrorspiel. Da kannst du Outlast spielen. Du kriegst dieselbe Experience. Hi. Gute Nacht. Ne, das war jetzt... Okay. Was? Unhöflich, mein Freund. Unhöflich. Und ich sag mal so, ich bin sowieso kein Freund von VR. Also so oder so nicht. Ich mag es einfach nicht, sowas, so ein Ding auf dem Kopf zu haben und dann, ne. Zumal ich das bei mir hier in meiner Bude überhaupt nicht machen könnte. Also wie gesagt, jetzt nichts ich habe jetzt ja nichts gegen Horrorspiele, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man mir gerade so drehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollten einfach nur keine Leute hier animieren. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Ja, das denke ich mir bei der Story die ganze Zeit schon. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Mein Vorrat nicht mitbekommen? Also, hä? Wenn du den Kopf kein Problem, Drake. Willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir! Aber nur, ach so, das meinst du, okay. Nee, alles gut. Wenn du an einer Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich! Welche Aktivität? Oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die Leute... Ja, mir wird schon richtig das Höschen nass beim Gedanken. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Ja, also da muss ich Hol gerade echt zustimmen, weil ich habe ja das Remake von Resident Evil ja auch gespielt. Und das ist dann nur erschienen, weil ich dieses dumme Foto gefunden hatte, ne? Aha. Das Schwein war ja Zerlegungsmaschine auf dich, Miststück. Aha. Nee, Schusch, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder einen Kommentar, je nachdem, was euch lieber ist. Würde mir sehr helfen. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See ya, Leute. Mach ich.